Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM und zwar mit dem Kick-Ass Deal Ryzen 5 7600 RTX 4060 Ti White Edition für 1599 Euro, runtergesetzt von 1849 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Stefan19913 bei uns im Videovorschlägekanal, beziehungsweise, das ist die Website, die haben mehrere Angebote. Ich habe jetzt einfach mal einen Preisbereich genommen, den die meisten interessiert und den schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das ist leider fake. Zumindest zum Teil. Die Grafikkarte stimmt nicht, das Mainboard stimmt nicht. Der Lüfter hier hinten, der ist nicht weiß, der ist schwarz. Eine Wasserkühlung ist auch nicht verbaut. Also es kommt irgendwo dran, aber auch nicht so richtig. Das Einzige, was hier stimmt, ist vielleicht der RAM und das Full-HTX-Board. Aber das Board selber halt nicht. Es ist halt Full-HTX, immerhin. Was natürlich sein kann, dass MIFCOM von Be Quiet irgendwie extra Gehäuse kriegt, wo der Lüfter hinten wirklich weiß ist und hier vorne das Logo auch drauf ist. Ich weiß es nicht. Wir nehmen das ganz normale, weil das halt auch gelistet ist. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist das Be Quiet Purebase 500DX Weiß mit Staubfilter. Das bringt schon 140mm Lüfter in der Front mit, einen hinten und auch einen oben. Gut, dann habt ihr halt noch den Luftkühler da drin. Hier ist ja keine Wasserkühlung verbaut. Vom Airflow her passt das schon. Das Gehäuse hatte ich auch schon mal hier. Ich finde es designtechnisch jetzt nicht so schön, muss aber euch gefallen und nicht mir. Es hat eine Mesh-Front, qualitativ ist es auch okay. Das passt schon. Und das kostet 85,90 € bei XCOM. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Wenn wir ein System zusammenstellen mit der aktuellen AMD-Generation, packen wir da immer 6000er CL30 rein. Da rennen die ganz locker drauf, das funktioniert schon. 5200 MTS ist halt so die Empfehlung von AMD, wenn ihr 4 Riegel habt. Wenn ihr sowieso nur 2 habt, laufen 6000 ganz easy. Was ich auch immer wieder dabei sage, das ist jetzt ein 6-Kerner. Wenn ihr streamen wollt, nehmt eventuell einen 8-Kerner, so würde ich es auf jeden Fall machen. Ihr könnt natürlich über die Grafikkarte rendern, ganz klare Sache. Aber falls ihr vielleicht doch den Prozessor zum Rendern nehmen wollt, nehmt einen 8-Kerner. Ihr habt ja auch noch andere Programme offen, sage ich ganz oft dabei. Spotify, Discord, dann läuft doch ein Chatbot, natürlich euer Stream selber. Dann habt ihr vielleicht noch 3 Monitore dran und so weiter. Ist nicht schlecht, wenn man da einen etwas stärkeren Prozessor hat. Das Ding ist, ich finde den 7600X ein bisschen Quatsch. Der wird sehr warm, der 7500F ist deutlich effizienter, ist natürlich auch ein bisschen schwächer, aber ist jetzt kein Riesenunterschied. Ich hätte einen 7500F genommen. Oder direkt einen 7800X3D. Da habt ihr noch den 3D WeCache, habt noch ein paar FPS extra. Aber gut, die haben jetzt den hier gewählt, so ist es halt. Und der kostet 195,33 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi. Also erstmal der B650 Chipsatz reicht ganz dicke aus für diesen Prozessor. Grundsätzlich erstmal zum Design. Das ist ein Board mit einem schwarzen PCB, also einer schwarzen Platine, mit weißen Akzenten drauf. Also es soll mehr oder weniger eigentlich ein White-Build sein. Habt ihr halt ein Black-and-White-Build. Ansonsten hat das gekühlte Spannungswandler 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder was auch immer ihr erweitern wollt. Oder irgendwie USB-Erweiterungskarte, SSDs kann man auch noch anbinden, das funktioniert. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 2x USB Typ C, 3x USB 3.1, 4x USB 2.0, Netzwerkanschluss, ein Flash-BIOS-Button und dann haben wir noch DisplayPort und HDMI. Benutzt die bitte nicht, benutzt bitte die Anschlüsse der Grafikkarte. Ja, der Prozessor hat eine integrierte Grafikeinheit, wo ihr zur Not ein Bild drüber ziehen könnt, falls die Grafikkarte abbraucht, aber benutzt wirklich die Anschlüsse der Grafikkarte. Also ich finde das Board in dem Preisbereich auf jeden Fall in Ordnung. Könnte sogar ein 7800X3D draufschmeißen ohne Probleme, das passt soweit schon. Designtechnisch ist es halt so eine Geschmackssache. Das ist jetzt ein Black-and-White-Bild, ist okay. Und das kostet 225,16 € bei Galaxus oder auch bei 0% Shop oder auch bei Notebooks billiger. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB. Und zwar die Gigabyte Aero OC. Hier wissen wir auf jeden Fall, was wir bekommen. Eine 4060 Ti mit einem Triple Fan Design, auch in weiß gehalten, damit es halt zum Design passt. Ja, eine 4060 Ti mit 8 GB.
Für Full HD auf jeden Fall geeignet. Für WQHD kommt auf die Titel an, also E-Sports ganz easy, AAA-Titel. Da müsst ihr sehr wahrscheinlich sogar schon Texturen und so runterschrauben, weil sonst der Speicher einfach viel zu gering ist. Also das wäre so eine Grafikkarte, die würde ich mir persönlich jetzt nicht kaufen. Ich würde mindestens eine wollen mit 12 GB, wenn nicht sogar mit 16 GB. Aber das müsst ihr entscheiden. Ihr könnt natürlich auch damit streamen, weil die hat ja sogar den Nvidia-Encoder und so weiter. Von daher, ja, ist okay. Und die kostet 456,87 € auch bei Galaxus, 0% Shop oder notebooksbilliger.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 5600 Vengeance RGB Weiß, also Corsair, 2x16 GB Dual Channel. Was ich hierbei immer sehr interessant finde, ist einfach die Tatsache, dass sie die Speicherlatenz verheimlichen. Die könnten CL40, CL36 oder sonst was dahin schreiben, tun sie aber nicht, sie lassen es einfach offen. Deswegen nehmen wir jetzt den 5600er CL40. Könnte ja theoretisch reinwandern, dann müssen sie es halt dabei schreiben, wenn es besser ist, ne? Erstmal 32 GB, völlig okay in dem Preisbereich, 5600 MTS. Ja, 6000 habe ich eben schon gesagt, hätte mir besser gefallen. CL40 muss halt nicht sein, aber ich kann mich jetzt halt auch nicht festlegen. Also ich empfehle CL30 oder CL32. CL36, ja, CL40, m-m. Aber ihr habt noch ein bisschen RGB-Beleuchtung dabei, der ist auch weiß, passt dann wieder zum Design. Ja, von mir aus. Und der kostet 119,89 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB Western Digital Blue SN580. Die hat eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 4150 MB die Sekunde und TLC-Speicher. 1 TB in dem Preisbereich, ja, kann man irgendwo noch machen, müsst ihr sowieso selber wissen, ob es euch ausreicht. Ich wäre mit 2 TB gegangen, aber wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. Qualitativ ist die SSD okay. Und die kostet 64,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 650 Watt Be Quiet Pure Power 12M 80 Plus Gold. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist, wie der Name schon sagt, 80 plus Gold zertifiziert und voll modular. 650 Watt reichen ganz dicke, hat sogar schon den neuen Stecker mit dabei, den ATX 3.0 Standard. Ja, kann man machen, warum nicht? Wenn ihr es ein bisschen zukunftstauglicher haben wollt, weil ihr später noch eine dickere Grafikkarte oder so reinschmeißen wollt, nehmt eins mit 850 Watt, würde ich dann so machen. Und das kostet 96,88 € bei Mindfactory. Die Soundkarte ist HD Audio Onboard, haben wir eben drüber gesprochen, 7.1. CPU-Kühler Be Quiet PureRock 2FX Black. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 150 Watt. Zur Erinnerung, der Prozessor ist mit 105 Watt angegeben. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das reicht. Das Problem ist einfach, der 7600X ist ein richtiger Hitzkopf. Die haben sowieso alle so einen dicken Heatspreader, weil sie ja kompatibel zu AM4 sein wollten mit den Kühlern und so weiter. Finde ich ein bisschen mau, den Kühler. Vielleicht hat jemand so eine Kiste zu Hause und kann es auch gerne mal testen, so einen Benchmark mit dem Prozessor machen, ob der Kühler das dann wirklich noch schafft. Rein von den technischen Daten, ja, ist okay. Aber ich vertraue der Sache nicht so ganz. Mal ganz davon ab, haben sie hier jetzt diesen Designpunkt nicht getroffen, dass es halt ein weißer Kühler wird. Deswegen Black and White Bild. Schwarzes PCB, weiße Akzente, schwarzer Kühler, weiße Grafikkarte. Ja, so ist es. Und der kostet 40,90 € bei Alternate. Dann haben wir noch Kabel-Sleeves. Kabel-Sleeves Komplett-Set, Single-Grafikkarte weiß. Wir nehmen jetzt einfach mal von CableMod das Classic Mod Mesh. Dann habt ihr halt weiße Kabel, da sind alle Kabel, die man auch vorne sieht, halt mit dabei. Ist okay, kann man machen. Und das kostet 35,20 € bei GoCon auf eBay. Das Betriebssystem ist Windows 11 Home 64-Bit, inklusive A+ UEFI-Installation. Also ihr bekommt erstmal das Betriebssystem, dann machen sie, glaube ich, noch ein BIOS-Update, dann kriegt ihr noch die Treiber installiert und diesen ganzen Kram. Ist in Ordnung, kann man machen. Und das kostet 37 € bei IT Hardpulse. Garantie, wie bei MIFCOM gewohnt, 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return. Das heißt, wenn innerhalb dieser 3 Jahre was ist, kommt der Postbote und holt das Ding ab. Da kriegt er halt so ein Return-Label und das ist dann alles bezahlt und noch ein Termin und dann kommt er und braucht das nicht zur Post bringen. Das könnt ihr euch jetzt natürlich selber draufrechnen. So ein extra Jahr Garantie, gerade mit Pickup und Return, kostet zwischen 50 und 70 €. Müsst ihr selber wissen, ich habe es jetzt nicht im Warenkorb. Aber eine Sache haben wir noch, wir haben als Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Cryonaut. Und damit die nicht in Vergessenheit gerät, packen wir die natürlich auch in den Warenkorb. Und die kostet 7,88 € bei Mindfactory. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wärmeleitpaste, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil, die Kabelerweiterung und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.365,90 €. Und das System kostet 1.599 €, runtergesetzt von 1.849 €. Da seid ihr jetzt beim Aufpreis von bummelig 234 €. Was für MIFCOM-Verhältnisse irgendwo okay ist, weil die haben ja auch noch diese 3 Jahre Garantie und so mit dabei. Aber das ist kein Kick-Ass-Deal. Gerade wenn der alte Preis da gewesen wäre, 1849, hätte ich gesagt, spinnt ihr. So ist es irgendwo noch im Rahmen, klar etwas erhöht her, aber ihr habt halt noch die Garantie.
Ich habe trotzdem eine Alternative für euch. Und zwar ist das ein Grundsystem von Dubaro gewesen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann haben wir halt eine Konfiguration gemacht, die fast 1:1 gleich ist mit der von MIFCOM. Aber ihr kommt halt günstiger raus. Windows 11 Home 64-Bit ist mit dabei, das seht ihr hier. Das Gehäuse ist jetzt nicht das von BeQuiet, sondern das 4000D Airflow von Corsair. Ist auch ein super Gehäuse, auch in weiß. Hier ist auch der 7600X drin. Ich würde trotzdem den 7500F nehmen. Ich habe das jetzt gemacht wegen der Vergleichbarkeit. Wir haben ebenfalls die Wärmeleitpaste mit dabei. Dann einen Deepcool AK400 Digital. Der soll laut Deepcool 220 Watt abkönnen. Das glaube ich zwar nicht, aber es wäre definitiv mehr als der von BeQuiet. Ich müsste eigentlich mal ein Video machen. AK400 gegen den BeQuiet PROC 2. Sollten wir echt mal irgendwie in Angriff nehmen. Wir bekommen als Mainboard ein Gigabyte B650E Aorus Elite X Ice. Und da ist auch das PCB weiß oder so gräulich halt. Also dann habt ihr mehr von diesem ganzen Weiß, wenn ihr auf Weiß steht. Das Board ist auch teurer als das von Asus. Nicht, dass ihr sagt, das andere war ein ROG oder sonst irgendwas. Das hier ist teurer. Und auch was die Anschlüsse angeht. Ihr habt 5x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1. Gut, jetzt kein 7.1 mit dabei, ja. Aber ihr habt mehr USB-Anschlüsse. Was benutzt ihr eher, 7.1 oder mehr USB? Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ihr könnt sie auch nochmal umkonfigurieren. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir auch weißen Arbeitsspeicher DDR5 6000er CL30 Kingston Fury Beast RGB. RGB beleuchtet, CL30, 6000 MTS, so wie ich es eben am Anfang gesagt habe. Und das ist schon in der Grundkonfig so. Hier steht ja 0 Euro. Wir bekommen die gleiche SSD, wie gesagt, das müsst ihr dann selber entscheiden. Wir bekommen eine 4060 Ti, das ist allerdings nur eine Dual, allerdings von Asus, auch mit 8 GB und halt auch in weiß. Ist jetzt eure Sache, ob ihr jetzt unbedingt eine Triple Fan Grafikkarte wollt. Die ist jetzt nicht so krass stark, dass die mega heiß wird, dass die jetzt drei Lüfter bräuchte. Natürlich sieht so ein fettes Gerät besser aus im PC als eine etwas kleinere Grafikkarte, aber die Leistung ist halt gleich. Und ihr habt vor allen Dingen hier schon ein weißes Netzteil, 850 Watt Gigabyte UD 850 GM80 Plus Gold. Ist qualitativ genauso gut, hat sogar 200 Watt mehr. Und wir haben sogar noch die 3 Jahre Garantie mit reingeklickt, damit wir einen Vergleichswert haben, was die Garantie angeht. Und da seht ihr ja gerade, da seid ihr bei 1508,70 Euro. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, wieder die Wärmeleitpaste, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landet ihr beim Gesamtpreis von 1360,81 Euro. Und der kostet halt 1508,70 Euro, habe ich ja eben schon gesagt. Da habt ihr jetzt halt einen Aufpreis von 150 Euro circa. Hört sich schon besser an als das von MIFCOM und ihr habt noch ein stärkeres Netzteil da drin und in meinen Augen etwas besseres Board. Muss aber jeder selber wissen und der RAM ist besser. Ob die Konfiguration an sich so sinnig ist, man kann es machen. Klar, ich würde mir niemals eine 4060 Ti kaufen. Und der 7600X ist auch wieder so ein Thema, habe ich ja eben auch schon gesagt. Aber rein preis-leistungstechnisch schneidet da Dubaro einfach besser ab. Das ist halt einfach kein Kick-Ass-Deal. Das ist irgendwo ein Preis, der okay ist, aber das mit diesen Timings verschweigen und so, das ist wie, ach, muss nicht sein, ihr kennt mich. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.